Frank, deine drei Tipps. Genau, die Zeit läuft. Genau, der erste Tipp kann ich mir natürlich jetzt nicht verkneifen, wäre natürlich einfach mal Nextcloud auszuprobieren. Da gibt es einen Demo-Server bei uns, den man einfach kostenlos sich ausprobieren kann. Kann man auf unsere Webseite gehen, gibt es Demo-Knopf einfach ausprobieren. Ansonsten gibt es beim Partner Jonas, gibt es auch eine große Nextcloud, die bietet, glaube ich, auch die ersten 6 Monate kostenlos für die Organisation an, einfach mal testen. Das wäre mein erster Tipp. Der zweite ist, man kann sich bei uns mal umschauen beim Thema Plugins und Erweiterungen auf apps.nextcloud.com. Es gibt eine Volltextsuche für Nextcloud, Scanning, Printing, OCR-Software, Umfragetool und so weiter, dass man, da gibt es eine ganze Menge für Inspiration, wie man Nextcloud für seine eigenen Prozesse auch anpassen kann. Ich glaube, das kann gut sein. Und dann das dritte wäre Security. Das ist immer Zwei-Faktor-Authentifizierung, Brute Force Protection und sonstige Security-Features immer aktivieren, sichere Passwörter. Und auch da gibt es einen extra Support dafür. Patrick, Pulled Pork, ne, war oh, guck mal, ich bin falsch, war unser Stichwort. Ich war kurz beim Kai zu Hause auf der Toilette. Pulled Pork war unser Thema. Ne? Der Frank, vielen Dank für die drei Tipps. Danke dir. Meine, das ist ja wirklich spannend, Frank. Ne? Du bist ja so Open-Source-mäßig unterwegs, ne? Und du hast jetzt tatsächlich ich glaube, du bist der erste Gast, der die 60 Sekunden für einen Werbeblock genutzt hat und es jetzt gleich damit verteidigen wird, dass er sagt, ja, ihr könnt es ja auch ohne uns verwenden. Ja.